So, an meinem Geburtstagsabendessen habe ich mir eine Lasagne gewünscht. Ich beginne und damit beginne ich mit der Bolognese-Soße. Dafür brauche ich 1 Kilo Hackfleisch, 5 Möhren, ein Sellerie, eine Zwiebel, basierte Tomaten, eine Prise Zucker, 2 Esslöffel Tomatenmark, Oregano, Paprikapulver, Edelsalz, Basilikum, Gemüsebrühe, 3 große Tomaten und noch ein paar kleinere wie Paprika und halt kleine Tomaten. So, dann lege ich jetzt mal los. Gebe jetzt das Öl in eine Pfanne. Oder wie meine Mutti immer so schön sagt, eine Kasserolle. Ich hab's richtig ausgesprochen. Das Ganze werde ich jetzt erhitzen. Hackfleisch lasse ich jetzt mit heißem Öl anfangen. Ich muss darauf achten, dass es auch ein bisschen verkleinert wird. Das dauert noch etwas, bis hier alles grundsätzlich angebracht wird. Und in der Zwischenzeit kann ich auch das restliche Gemüse kümmern. Mein Gemüse verkleinere ich heute mit der KitchenAid-Maschine. Da gibt es eine extra Hobel dafür. Ihr seht, meine Karotten und mein Sellerie habe ich jetzt hier schön gehäckselt. Wenn mein Hackfleisch fertig angebraten ist, kommt es ja mit in die Pfanne dazu. Mein geschreddertes Gemüse oder gehäckseltes Gemüse kommt jetzt in meine Hackfleischpfanne. Füge ich mein Tomatenmark hinzu. Das kann dann schön mit anbraten. Gemüse habe ich bereits geschnitten. Ja. Und das kommt jetzt auch mit in meine Mischung, mit meiner Hackfleischpfanne mit rein. Jetzt kommen meine Gewürze mit dazu, das heißt Pfeffer.
Jetzt füge ich dem Ganzen noch meine Gemüsebrühe dazu, aber nicht so viel. So müsste reichen. Jetzt noch eine Prise Zucker. Und jetzt mache ich die passierten Tomaten dazu. Alles schön verrühren. Und das Ganze lässt sich jetzt für etwa mit geschlossenen Deckeln für etwa eine Stunde köcheln. Und dann geht es weiter im Programm. Und das ist jetzt meine fertige Bolognese-Soße. Die lasse ich jetzt noch ein paar Stunden köcheln. Und morgen früh geht es dann weiter mit meiner Lasagne. Jetzt mache ich weiter mit meiner Bechamel-Soße. Dafür brauche ich Milch, Mehl, Muskatnuss, ein Lorbeerblatt und Butter. Ich lasse jetzt die Butter in einem Topf heiß werden. Jetzt füge ich das Mehl hinzu. Es muss schnell verrührt werden und dann kommt die Milch dazu. Und dann mit einem Quirl oder einem Schneebesen verrühren. Ich habe jetzt ein Lorbeerblatt reingemacht. Außerdem nochmal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und Muskatnuss nachher. Meine Bechamelsoße hat jetzt eine schöne, sämige Konsistenz erhalten. Ich lasse jetzt meine Bolognese-Soße noch etwas warm werden. Und dann beginnen wir mit dem Schichten. Für meine Lasagne brauche ich außerdem geriebene Mozzarella-Käse und noch die Lasagneblätter. So, ich beginne jetzt mit meiner ersten Schicht. Etwas Soße. Schön verstreichen. Bechamelsoße.
Und schließlich die Lasagneplatten. Und jetzt geht's weiter mit meiner nächsten Schicht. Man möchte kann zwischen die Schichten noch etwas Käse machen. Muss aber nicht sein, es ist jedem seine Sache. Und wieder. Was Bechamelsoße. Jetzt wieder eine Schicht Lasagneplatten. Jetzt wieder Käse. Dann Bechamel. Und wieder eine Runde Lasagneplatten. Jetzt folgt meine letzte Schicht. Wieder Soße. Dann die Bechamel. Und jetzt kommt meine letzte, nee, die vorletzte Schicht Käse. Warum es die vorletzte ist, erkläre ich euch gleich. Jetzt kommt die letzte Schicht Käse. Dann nehme ich aber Parmesankäse, weil das zum einen gibt es einen schönen geschmacklichen, also es ist schön geschmacklich und außerdem ergibt das dann auch eine schöne knusprige Kruste obendrauf.
Das Ganze kommt jetzt bei 100, für 180 Grad für 30 bis 40 Minuten in den Backofen. Und das ist jetzt meine fertige Lasagne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal.